Hey ho, Freunde, der Larry Leffer und der Vorbodler. Wir sind wieder zurück bei der Erin im Zimmer. Wir haben hier eine schöne Zeit, aber nicht das, was ihr wieder denkt. Nein, wir haben uns hier nur angeregt unterhalten. Denn Erin ist ja eine Literaturstudentin. Die ist kurz vor ihrem Abschluss und macht hier nebenbei so als Camgirl ein bisschen Kohle und hat Spaß dabei, hoffe ich jedenfalls. Ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß bei dieser neuen Folge von Leisure Suit Larry. Mit mir im Vorbudler, also schmerzlich willkommen dazu. Macht's euch gemütlich, es ist wirklich sehr nett hier. Ja, wir legen sofort los. So, seit der letzten Folge habe ich mir aber nochmal ein paar Gedanken gemacht und mich nochmal umgesehen und habe festgestellt, dass ich immer noch nicht gut genug und gründlich genug mir die Räume hier angucke. Ja, es ist so vieles noch, was ich gar nicht gesehen habe. Zum Beispiel das Schmuckkästchen oder hier steht auch noch ein Buschtrimmer. Ja, ich bin da immer fröhlich vorbeigelaufen. Das muss ich noch konsequenter machen, denn es geht einem, glaube ich, ziemlich viel. Ich probiere das jetzt auch direkt mal aus. Den brauche ich für meinen Erdbeerbusch. Ich leihe ihn mir nur kurz. Okay. Das ist natürlich super, weil wir draußen vor der Tür hier vom Lefties ja auch noch so einen großen Busch haben. Ne? Vielleicht können wir den beschneiden. Aber ich werde jetzt mal gucken, ob ich vielleicht Erdbeerpenis. Okay. Finger weg von meinem Erdbeerbusch. Ja, ist ja gut, Erin. Okay, das geht hier schon mal nicht. Dann gehen wir vielleicht einfach mal mit der Schere nach draußen und gucken mal, was in dem Busch ist. Kannst du bitte meinen Buschtrimmer hier lassen? Oh. Da hat Erin was gegen. Ja, gut. Aber... Ach so, jetzt bin ich wieder draußen. Ja, ich wollte aber nochmal zurück. Ich habe dieses Schmuckkästchen, glaube ich, noch nicht beachtet. Komm rein. Das ist ja auch eine liebe Maus hier, die Erin. Wirklich, die ist ja auch so nett. Ohne den richtigen Schlüssel komme ich nie in Erins Schmuckkästchen. Wie meinst du das denn jetzt? Ach so, ja, okay. Schlüssel. Hey, Larry. Okay, da ist jetzt... Dann bis später. Ich werde auf dich warten, Süßer. Ja, okay. Dann gehen wir mal raus. Hier gibt es dann doch nichts mehr, aber wir haben jetzt einen Schlüssel, den wir brauchen. Und der Buschtrimmer, ja, den merken wir uns halt einfach mal. Ja, und wir sind immer noch hier an diesem Projekt Leckendes Rohr. Aber auch hier vermute ich mal einfach, dass wir nicht gut genug gucken. So, ja, und hier ist der Router. Den möchte ich auch noch irgendwie reparieren, aber wir wissen ja, dass wir hier nicht anfassen dürfen. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich guck mal jetzt erstmal noch ein paar anderen Orten. Dass wir hier mal so ein bisschen mehr auf die Reihe kriegen. Diesen Busch hier meinte ich vorne, diesen üppigen Busch. Ja, da ist unser Köter noch. Ja, ich muss mich auch ein bisschen umgucken. Ich hatte jetzt auch ein paar Tage mal nicht gespielt und muss man auch mal erstmal wieder rekapitulieren, was man schon so weiß und was nicht. Ich würde vorschlagen, hier sind wir jetzt und schauen wir nochmal hier an den neuen Ort, dieses Hellspawn. Da haben wir letztes Mal erst entdeckt. Hier steht auch Lemmers Gitarre. Die wurde gestohlen. Wir sollen sie wieder auftreiben, aber die gehört inzwischen ihm hier, dem CB. Und der hat die auch rechtmäßig erworben, will sie auch, also von dem Hehler wahrscheinlich, und wusste nicht, dass die gestohlen ist und will die auch nicht einfach so rausrücken. So, schauen wir mal hier hinten. Seht ihr, hier geht das nämlich auch noch weiter, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ratte. Ich glaube, die würde mich beißen. Und wer weiß, welche Krankheiten die hat, die ich noch nicht habe. Die Ratte sieht aus, wie ich mich nach einer durchzechten Nacht fühle. Okay. Ist ja super hier, die Gasse da. Uah. Und das ist ein super angesagter Club hier. Ja, das ist der Club der Reichen und Schönen. Die mögen es wohl hier wirklich mal so ein bisschen anrüchig. So, haben wir denn hier noch irgendwelche Sachen? Jetzt muss ich aber auch mal wirklich... Sieht alles noch so anklickbar aus. Ah, ja, 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 ja. Ein Abflussrohr. Hör mal, da fällt mir aber doch gleich mal Rohr verlegen ein. Ich glaube, da haben wir doch schon das Teil gefunden, womit wir jetzt das Rohr reparieren können. Larry sagte ja auch immer, man müsste das ganz austauschen. Ich habe immer versucht, da irgendwie das mit dem Pflaster zuzukleben oder sonst was. Das ist auch schön hier oben mit diesem Fluchttuch.
Ich hab den Gitarrendieb gefunden. Und was interessiert mich das? Solange mir der Dieb nicht in die Augen schaut und mir die Wahrheit sagt, glaube ich dir kein Wort. Da könnte ja jeder kommen. Richtig. Richtig. Wir haben tatsächlich den Dieb ja gefunden. Das ist tatsächlich der Drummer. Und da müssen wir ja auch noch hin und den... Ich komme später wieder. ...versuchen, von seinem einarmigen Banditen wegzulocken. Er ist so ein bisschen spielsüchtig, und zwar hier. Da möchte ich auch nochmal hin. So, schauen wir hier nochmal. Becky ist auch noch da und Lenz. Die ist ja herrlich, ey. Eine Taube haben wir jetzt hier auch, ja. Was kann man denn mit der Taube machen? Die würde nur wegfliegen. Laut Wikipedia überlebt diese Spezies nur durch die Fütterung von Menschen. Über die Jahre hat diese Spezies einen Geschmack für besonders ekelhaftes Essen entwickelt. Ja, fliegende Ratten. Jetzt gehen wir mal. Ich glaube, hier ist nichts Neues bei der Becky. So, da sitzt er, der Styx. Und hier ist sein dreieimeriger Bandit. Und da ist auch Hauptstromkabel unten noch. Und ja, ich glaube... Wenn das kaputt geht, funktioniert die Maschine nicht mehr. Da hat sich wohl auch schon ein Nagetier dran zu schaffen gemacht, hat es aber nicht ganz durchgebissen. Nagetier. Hier oben ist die Klappe. Pass mal auf, da ist mir auch noch eine Idee gekommen. Ganz banal. Also manchmal ist das wirklich so unglaublich naheliegend, ja. Dabei renne ich selber oft mit einer Fotokamera, also einer richtigen, nicht mit so einem Smartphone-Zeugs, sondern eine richtige Kamera, renne ich gerne durch die Gegend. Und deswegen hat man ja auch immer eine Münze dabei, um da die Klappe aufzuschrauben oder unten diese Befestigung aufzuschrauben oder abzuschrauben, wo man die Kamera auf ein Stativ klemmen kann. Hat jeder Fotograf, hat eine 2-Cent-Münze oder so. Ja, und hier versuche ich es jetzt mal mit dem... Der gute alte Trick mit der Münze. Und die habe ich überlegt. Jetzt ist die Klappe ab und der Wartungsschacht zugänglich. Wäre das doch überall so leicht. Das ist mir letztens eingefallen. Ich denke, du hast so eine Münze. Ich habe immer versucht, hier was zusammenzubauen und so. Ah, oh, nee. Okay, weiter. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir die Klappe auf, aber wir können da ja noch nicht... Mit meinen Armen komme ich nicht tief genug rein. Nagetier, ja. Wir haben eine Ratte gefunden. Wie kriege ich jetzt die Ratte hier hin? Soll ich die Ratte da reinschmeißen, die wir vorhin gesehen haben? Oh. Ah, okay. Wieder eine Lösung. Das geht ja heute ab hier. Was ist das? Wer lässt denn so etwas unbewacht rumliegen? Ach so, der Diamant ist nur aus Plastik. Trotzdem sehr scharfkantig. Scharfkantiger Diamant. Hier diese Sachen. Ohne Kerzen sind Kerzenständer ziemlich nutzlos. Können alle noch anklicken. Da muss ein Buch drauf. Der steht gut. Ich weiß, Pi. Sei still. Der ist schön kühl. Okay, hier haben wir noch einen Buchständer, Kerzenständer, Kühleimer. Und den will er ja nicht. Ich traue mich nicht näher an ihn ran. Ja, den findet er unheimlich, ne? Gruselig. Wie können Leute sowas mögen? Gut. Prima. So, jetzt habe ich aber hier wirklich alles entdeckt, oder? Nee, ne? Oh. Was ist das denn? Wo ist das? Was haben wir gefunden? Eine stöpselförmige Schachfigur, ja. Okay. Ich sag da jetzt nichts zu. Das ist mir peinlich. Ach, herrlich. Haben wir hier noch was? Becky, Quatsch, das ist Waldtraut, nicht Becky. Hallo, was gibt's? Becky steht ja vorne. Das haben wir schon gemacht. Wir wollen ja das Fotopanorama, glaube ich, auch tauschen, genau. Gegen irgendwas Gebrauchtes. Und die Figur ist sehr teuer. So, und das mit der Gitarre haben wir ja auch schon rausbekommen, ne? Hat so ein Typ bei dir letztens eine Gitarre verpfändet? Ja, das Geschäft hatte ich letztens. Das war dieser Typ da drüben bei den Spielautomaten.
Der Türsteher von Hell's Pond glaubt mir nicht, dass die Gitarre Diebesgut ist. Du musst dem Türsteher erzählen, dass du sie gestohlen hast. Pah, ich habe gerade eine Glückssträhne. Solange der Automat schön weiter Kohle ausspuckt, bewege ich mich keinen Zentimeter von hier weg. Bis später. Hau nichts kaputt. So, das wissen wir ja schon alles. Deswegen, wir suchen jetzt schon die Möglichkeit, den Automaten zu zerstören. Was kann ich denn zum Beispiel mit der Taube machen? Kann ich mit der Taube irgendwie... Moment, ja. Glutenfreies Brot, die ein bisschen füttern oder sowas. Wer weiß, was dann passiert. Gegen Brot hat sie offenbar nichts, aber vielleicht fehlt ihr noch der Geschmack. Aha. Aha, okay. Was könnte denn da noch an Geschmack ran? Geschmolzener Slushy. Ja, weiß ich auch nicht. Muss ich noch mal ein bisschen überlegen, weil sie hier noch mal mischen mit. Mit so einem Kaugummi oder was? Das lässt sich nicht kombinieren. Nee. Dann sprechen wir doch noch mal kurz Becky an, ob hier noch mal was ist. Hallo Becky! Sie sagt nur noch, oh. Das hatten wir auch schon. Bis später. Okay, dann schauen wir uns mal wirklich noch mal am Strip oben um. Eins nach dem anderen. Und da können wir auch zum Lefties schon zurückkehren, um dort das Rohr zu reparieren. Also wenigstens etwas. Möchte ich jetzt hier noch mal rein? Ich gehe noch mal in den... Erotik-Shop von Bea. Der Dick steht auch noch hier rum. So, und er hat ja vorgeschlagen, beziehungsweise die beiden hier wollen sich ja am Pier treffen, um dort ein schönes Foto vom Larry zu machen. Ja, ich glaube, dafür brauche ich dann den Hintergrund und vor allem jetzt sein alter Lover steht da noch. Das heißt, ich muss da schon gucken, dass ich den alten Lover wegbekomme, dass der, ich glaube, das ist der Lenz, der sich mit der Becky, der hat ja immer solche Bemerkungen gemacht, der Lenz, hat sich immer so leicht versprochen, so. Also ich glaube, der steht eigentlich auf Männer und war vorher mit dem Dick hier zusammen. Was gibt's? Na, wie sieht es aus mit deiner Sexspielzeugerfindung? Ist in Arbeit. So, im Quickie-Markt haben wir hier diese Slush-Maschine. Ich habe gerade gesehen, dass unser Slushy hier irgendwie geschmolzen ist. Vielleicht nehme ich mir mal 9. Pass mal den auf. Den geschmolzenen Slushy werfe ich erstmal weg. So, und in der letzten Folge haben wir doch noch diesen Thermosbecher hier gefunden. Thermobecher. Slushy. Tatsächlich, das klappt. So bleibt er schön kühl. Okay, dann laufen wir mal eben noch nach nebenan. Ich denke mal, hier ist jetzt nichts mehr. Schauen wir mal gegenüber. Nochmal in der Bar nach. Auch da gibt es noch sehr viele Sachen, wo ich noch nicht so hintergekommen bin. Hier zum Beispiel ist die Sache mit dem Grammophon. Guck ich mal eben. Da ist keine Buch. Platte aufgelegt. Wir haben vorhin den Buchständer gesehen. Hier ist jetzt ein Buch. Die Glasvitrine ist auf dem Sockel verankert. Die bekomme ich nicht auf. Da ist keine Platte aufgelegt. Keine Platte aufgelegt. Das bedeutet, wir haben eine Platte in der Jukebox beim Lefty. Da haben wir auch schon vorgestanden. Hier hat sich, glaube ich, noch nichts getan. Was gibt's? Ach, die Plakate muss ich ja auch noch aufhängen. Ach ja, richtig. Wie viel habe ich denn noch? Bis nachher. Wie viel habe ich denn noch dabei? Oh, noch einen ganzen Stapel. Ja, da muss ich aber jetzt noch mal ein bisschen besser aufpassen. Das hatte ich jetzt ganz vergessen. Was haben wir denn hier vielleicht noch stehen? Das sind die beiden Typen.
Vegane Lakritzschnecken. Ich mag Süßigkeiten. Kannst dich bedienen, die sind gratis. Wie freundlich. Wenigstens mal etwas, wo euer komische Latte schon $12 kostet. Leerer Gitarrenkoffer, das habe ich alles schon. Die Gitarre wurde tatsächlich gestohlen. Untersucht. So, jetzt gucke ich nochmal hier rein, ob wir nochmal irgendwas machen können. Kaugummi. Da habe ich schon mal, ich habe schon zwei Ideen vom... Hier, was wir bei Lefties machen können. Also, dann gehen wir mal zum Lefties. Definitiv. Zurück zu Lefties. Und zwar, wie kriegen wir jetzt die Schallplatte da raus? Das ist die erste Frage. Dann haben wir das Rohr nebenan. Das machen wir direkt mal. Das liegt so auf der Hand. Und dann habe ich auch diese Slush-Soße nebenan. Auf dem Klo. Da kann ich doch dieses komische... Diese Keule lieber. Wie heißt das? Hier oben. Den Corn Dog. Den kann ich doch bestimmt damit eintränken. Bah. Okay. Jetzt probiere ich erstmal das Rohr hier zu reparieren. Das scheint zu funktionieren. Hervorragend. So, nun sollte das Rohr wieder tun, wofür Rohre da sind. Ja, ist doch nicht schlecht. Dann kannst du doch jetzt auch die, die Anlage hier in Betrieb nehmen. Komm, Larry, du bist ja echt ein Typ, ey. Du hast das voll drauf, Larry. Geh mal weg, ich muss an das Ventil. Bisschen schwer zu kriegen. So, das, der hatte uns ja, der Lefty hat uns Beschreibung gegeben. Hebel runter, dann Ventil drehen und Hebel wieder hoch. Ja, beim ersten Versuch direkt funktioniert. Genau wie beim Sex. Also meistens. Ja, ich wollte schon gerade sagen, also... Erste Mal und so, das ist meistens nicht so... Ihr versteht, was ich meine, ne? So, den haben wir, glaube ich, auch untersucht. Da haben wir ja den Goldzahn gefunden. Ich erzähle jetzt auch vieles für mich, um das nochmal zu rekapitulieren. Aber ist natürlich auch, falls du jetzt hier so neu einschaltest, auch nochmal oder nach einer Lösung suchst, ist auch interessant, wenn ich vielleicht ab und zu nochmal erzähle, was wir hier entdeckt haben. Hier war ein Goldzahn drin in diesem Fossil. Das haben wir entdeckt, indem wir hier das Plakat aufgehängt haben. Ah, das ist das, das müssen wir auch noch machen. Und den Goldzahn haben wir geprägt auf dem Rummelplatz zu einer Goldmünze. Und da gehen wir nämlich jetzt hin. Die haben wir schon in den Automaten geworfen. Oh, hier auf dem Klo. Melde gehorsamst. Operation Brauerei abgeschlossen. Sehr gut. Ich muss zugeben, dass ich dir das nicht zugetraut hätte. Das ist schließlich etwas Handwerkliches. Allerdings musste ich die Rezeptur verändern. Angeblich haben ein paar Leute Durchfall vom alten Barbarenbräu bekommen. Ach was. Hier das Rezept. Diese Sachen brauche ich dafür. Wäre klasse, wenn du mir die Zutaten für das neue und verbesserte Barbarenboy bringen könntest, Larry. Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Ach, und Larry, wenn du willst, kannst du gerne die Brauerei benutzen, solange sie außer Betrieb ist. Ich habe alles automatisiert. Du wirfst einfach die Zutaten rein und dann kann ich hier den Drink abfüllen. Ich komme vielleicht drauf zurück. Ah, super, dann haben wir jetzt, ich musste gerade nochmal schmunzeln wegen dem Durchfall, ne, das ist immer lustig. Ja, ja, beim Larry, der musste sich dann übergeben und bei Becky hatte das allerdings, das Barbarenbräu, wirklich durchschlagenden Erfolg. Eine durchschlagende Wirkung. Wo ist denn das jetzt Rezept? Ich glaube, klick mal hier besser drauf. Nicht. Das hilft mir nicht. Das scheint irgendwie nicht zu bringen. Nun denn, auf jeden Fall brauchen wir auch noch irgendwelche Zutaten. Ja gut, jetzt mach mal erstmal hier den Corn Dog. Wie soll ich das hier bloß reparieren? Okay, was will ich denn? Da ist nichts im Ausgabeschacht, wo die Soße drauflaufen soll. Ich will die erst zapfen, wenn ich auch etwas habe, worauf die landen soll. Ja, okay, das habe ich jetzt wieder vermasselt. Ich muss das erstmal hier nehmen. Manchmal ist das komisch. Manchmal muss man das Objekt erstmal nehmen. Manchmal geht es auch so direkt. Deswegen egal. Besser nicht. Ausgabeschacht. Ja, das passt da rein. Und jetzt aber okay. Nochmal die ganze Sache. Was will ich denn? Denn wir wissen, die Kondome mit Bananengeschmack, da hat er Probleme. Es ist zwar sein Lieblingsgeschmack, aber...
Die scheinen schon abgelaufen zu sein. Ne? Da geht es davon aus, jedenfalls, wenn man das Alter dieses Automaten bedingt. Und außerdem der Vibratomizer 100 ist schon ausverkauft. Deswegen bleibt nur noch die Szechuan-Soße. Einmal Szechuan-Soße für den Corndog. Kommt sofort. Und das klappt tatsächlich. Cool. Dann nehmen wir den auch bitte wieder mit. Lassen den hier nicht vergammeln. Das ist so ekelig. Hier auf dem Klo auch noch, ne? Boah, guckt euch das an. Ja, das sind Beckys Hinterlassenschaften. Was machen wir mit dem Plakat? Weil das ist da feucht und man kann es nicht aufhängen. Ah, Mist, die Wand ist zu feucht. Jetzt hängt das so da, hm? Trockenwischen habe ich ja schon versucht. Das hat nichts gebracht. Sollen wir das anpinnen? Warum nicht? Damit kann ich das Poster festpinnen. Einen Dart behalte ich mal, falls ich mich verteidigen muss. Und eins weniger. Ja, supi. Das läuft, Larry. Hör mal, das läuft hier mit uns. Das ist super. Das läuft. Kinders. Hoffentlich haben wir beim nächsten Mal auch so viel Erfolg. Es läuft ja hier wirklich reibungslos. Endlich sind wir auf das Plakat quitt geworden. Jetzt muss ich nur überlegen, wie wir noch weitermachen. Aber das müssen wir ja eigentlich immer. Ich schaue nochmal kurz eben bei der Erin. Vielleicht ist da nochmal was Neues. Wir waren ja mal weg und jetzt sind wir wieder da. Und dann geht man immer diese Routen mal ab. Larry, komm rein. Hey, Larry. Wann kommen wir denn zur Sache? Sei doch nicht so ungeduldig. Zuerst sind meine Follower dran. Und damit ich richtig viele Follower bekomme, brauche ich meine Bestellung. Das Paket lagert noch in der Leisure Suite. Danach kriegst du deine ganz private Show. Versprochen. Leisure Suite? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau. Der Laden in der Innenstadt. Da liegt ein Paket für mich. Aber ich habe den Abholschein dummerweise in mein Schmuckkästchen gelegt und finde den Schlüssel dafür nicht mehr. Kannst du nicht einfach deinen Ausweis vorlegen und das abholen? Nein, man braucht den offiziellen Paketschein. Außerdem kann ich hier nicht weg, bis ich meine Show abgeliefert habe. Wann hast du den Schlüssel denn das letzte Mal gesehen? Ich weiß, dass ich ihn bei mir hatte, als ich das letzte Mal aus dem Haus gegangen bin. Ach, du meinst, ja gut, dass ich nochmal gefragt habe. Denn hier, wann kommen wir denn zur Sache, war das, ne? Und da habe ich gedacht, ja, klickst du erst gar nicht drauf, weil was, dann ist nur wieder so ein Spruch, ne? Aber siehe da, sie erzählt uns hier was von einem Paket, was wir abholen sollen. Und das ist in der, bei der Bea, in dem Erotikladen. Und da müssen wir auch nochmal hin. Okay, sehr schön. Dann bis später. Ich werde auf dich warten, Süßer. Das ist ja prima. Da müssen wir schauen, dass sie auch ihren Schlüssel wiederfindet. Denn hier ist, naja, ich erzähle es euch in der nächsten Folge nochmal als Zusammenfassung, was wir dann vorhaben. Heute lief es ja wirklich sehr gut. Einige Sachen sind mir nochmal klarer geworden. Ich habe einiges nochmal hinbekommen. Ja, dann schaltet hoffentlich beim nächsten Mal wieder ein. Für heute bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch keine Angst einjagen.